Reichtum ohne Arbeit, das versprechen drei Bücher, die aktuell auf den Bestsellerlisten stehen. Was kann man als wissenschaftlich denkender Betriebswirt dazu sagen? Der erste Reflex ist, das ist reiner Aberglaube, das funktioniert sowieso nicht. Und dass solche Bücher in Bestsellerlisten erscheinen, das ist ein Zeichen für, ja wofür? Für die Unvernunft der Menschheit? Für die Faulheit der Generation Z? Dafür, dass viele Menschen der Realität nicht standhalten und sich in eine Traumwelt flüchten? Vielleicht. Vielleicht geht aber da noch mehr, versuchen wir es mal. Hier eine Liste der Fragen und Probleme, die nicht ganz so häufig gestellt werden. Sozusagen das Geheimnis der Diskussion um dieses Buch, um diesen Film und um diese Art von Gedanken insgesamt. Was hat das mit Gott zu tun? Manifestieren gleich Träumen vom Märchenprinzen? Problem 1, Erfolg. Problem 2, Schuld. Problem 3, Dankbarkeit. Diese Punkte sind als Kapitel im Video markiert. Wenn Sie eine Frage oder ein Problem besonders interessiert, dann springen Sie gerne direkt dorthin. Was hat das mit Gott zu tun? Ein zentraler Gedanke. Das Universum ist der Adressat der Wünsche in das Geheimnis und das Universum liefert das Gewünschte aus. Irgendwie ist es da nicht weit zu »Der Herr ist mein Hirte« oder zu »Bittet, so wird euch gegeben«, »Suchet, so werdet ihr finden«, »Klopfet an, so wird euch aufgetan«, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Auch aus der Bibel, Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Nun sind viele Menschen nicht mehr in der Kirche, vielleicht ist das Universum ein Ersatz? Das Geheimnis zitiert einige ähnliche Bibelverse. Bodo Schäfer erzählt in seinem Buch Kleine Geschichten, Gleichnisse, offenkundig Variationen von Gleichnissen aus der Bibel. Ja, Gott als Garant, dass es uns gut geht, Gott als Wunscherfüllungsmaschine, das wird in manchen christlichen Gemeinden so gefeiert. Für die akademische Theologie ist schon lange klar, so geht das nicht. Aber Universitätstheologie und Gemeindefrömmigkeit, das sind zwei verschiedene Welten. Und wenn ein Buch wie Das Geheimnis in der Bestsellerliste auftaucht, dann wünscht man sich, Theologen hätten ihre Erkenntnisse etwas wirkungsvoller unters Volk gebracht. Gott kann Berge versetzen, aber bring lieber einen Spaten mit. So soll ein Sprichwort unter handlungsorientierten Gläubigen sein. Manifestieren gleich Träumen vom Märchenprinzen? Unsere drei Bücher scheinen weniger handlungsorientiert zu sein. Es geht um Gesetze erkennen, um Nachdenken, um Reichwerden, um Gedanken, die etwas manifestieren. Warum so wenig Handlung? Warum mehr Aschenputtel, die Märchenwelt und der Traum vom besseren Leben? Was ist der Vorteil zu träumen und gute Gedanken zu denken, anstatt zu handeln? Oberflächlich natürlich, Handeln kostet Energie, Handeln ist mühsam, zum Handeln muss man sich aufraffen, zum Denken muss man sich nicht aufraffen. Etwas tiefer geschaut. Wer ernsthaft handelt, der droht zu scheitern. Das ist doof. Und Scheitern kann das Selbstbild bedrohen. Also besser nicht handeln, dann droht dem Selbstbild auch keine Gefahr. Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, beschützen sich selbst, indem sie kein Risiko eingehen, schreibt Bodo Schäfer. Andererseits, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen etwas erreichen wollen, in einer Gesellschaft, in der es hochgeschätzt wird, etwas erreicht zu haben. Da wirkt es etwas seltsam, wenn sich jemand gar nicht um Erfolg und ein gutes Leben bemüht, was auch immer das im Einzelfall sein mag. Was könnte ein Ausweg sein? Nachdenken, um reich zu werden. Oder Reichtum manifestieren. Damit einerseits für sich selbst das Gefühl zu bekommen, ich werde auch Erfolg haben. Und andererseits sich nicht anstrengen zu müssen, das Risiko zu vermeiden, mit seinen Anstrengungen zu scheitern. Es gibt aber auch eine positive Variante des Träumens von einem besseren Leben, des Manifestierens und des Visualisierens. Meine bevorzugte Variante stammt von der Psychologin Gabriele Oettingen. Sie hat das WHOOP-Modell entwickelt. W ist der Wunsch, ganz konkret, was will ich, was ist das Ziel, wo soll es lang gehen? Gerne auch erstmal die grobe Richtung. Dann O wie Outcome, das Ergebnis. Wie sieht das nun genau aus? Ganz konkret, ganz plastisch vorstellen und visualisieren. So wird es, wenn alles gut geht. Es wird aber nicht alles gut gehen. Obstacles, Hindernisse wird es geben. Womit muss ich rechnen? Was mag alles nicht klappen? Und auch hier konkret vorstellen, wie sich diese Hindernisse zeigen.
Damit natürlich nicht stehen bleiben. Der Plan schließt diese Manifestation, diese Visualisierung ab. Gabriele Oettingen ist Wissenschaftlerin, das funktioniert überprüft und nachgewiesen. Die Idee leuchtet mir ein. Die ersten beiden Schritte konkretisieren den Wunsch und das Ergebnis. Unweigerlich wird dabei geprüft, ob der Wunsch überhaupt in sich schlüssig ist. Eine schöne Wohnung auf dem Land mit viel Natur und kurzen Wegen zu allen Geschäften und Einrichtungen, das könnte zum Beispiel nicht schlüssig sein. Das wird beim Visualisieren auffallen. Sie sind der Gestalter Ihres Schicksals. Sie können bei nichts anfangen. Und aus größter Orientierungslosigkeit wird sich ein Weg ergeben. Was wollen Sie wirklich? Für diese beiden Phasen muss ich mich entscheiden, fokussieren. Ich kann ja nicht alles zugleich visualisieren oder alle Wünsche gleichzeitig manifestieren. Fokus und Konzentration helfen ungemein. Was auch immer ich mir wünsche, es wird nicht glatt gehen, es wird Hindernisse geben. Wenn ich dafür schon vorab einen Plan entwickle und wenn ich diesen Plan so kräftig visualisiere, dass ich ihn fast schon automatisch umsetze, dann wird das wohl funktionieren. Problem 1. Erfolg. Soweit ein bisschen zum Konzept dieser Bücher. Nun stellt sich die Frage, funktioniert das auch? Selbstverständlich gibt es einige Berichte, dass die Dinge funktionieren, aber das genügt mir nicht. Alleine, wenn eines der Bücher zum Erfolg geführt hat, dann wird der Autor das auf seiner Homepage oder auf einer Neuauflage des Buches selbst berichten. Wenn eines der Bücher nicht zum Erfolg geführt hat, dann wird das wohl kaum berichtet. Und immer kann die Ausrede gezogen werden, da hat es jemand ja nicht ernsthaft probiert, das Buch hat recht, aber die Anwendung war falsch. Napoleon Hill schreibt, "To get satisfactory results, you must follow all instructions in the spirit of faith." Wenn also der Erfolg ausbleibt und Leser zweifeln, dann genügt dieser Zweifel bereits als Erklärung für den ausbleibenden Erfolg. Tatsächlich habe ich eine stockseriöse wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema gefunden. Lucas Dixon und Kollegen haben einen psychologischen Fragebogen entwickelt, der den Glauben an Manifestationen erhebt. Das Ergebnis der Befragung auf den Punkt gebracht, Menschen, die an Manifestation glauben, sehen sich selbst als erfolgreicher. Objektiv haben Menschen, die an Manifestation glauben, aber keine höhere Bildung und auch kein höheres Einkommen. Das erste Ergebnis scheint mir das Wichtigste. Menschen, die an Manifestation glauben, sehen sich selbst erfolgreicher. Erfolg ist ein subjektives Konzept und wenn jemand sagt, ich bin erfolgreich, dann mag man das zunächst glauben. Ist ein hoher Bildungsabschluss ein Zeichen für Erfolg? Für mich als leidenschaftlichen Akademiker schon. Aber ich kenne auch Menschen, die es als Erfolg ansehen, keine intensive Bildung durchgemacht haben zu müssen. Hohes Einkommen ist schon eher ein Zeichen für Erfolg. Napoleon Hill hat Reich werden ja schon im Titel seines Buches und auch in den anderen hier einschlägigen Büchern ist immer wieder von Reichtum als Ziel die Rede. Aber ein hohes Einkommen ist nur ein Mittel zum Zweck. Die meisten Menschen suchen ein hohes Einkommen, um sich damit dies oder das zu finanzieren. Könnte es ein Effekt des Visualisierens und Manifestierens sein, dass manche Menschen ihren Erfolg in anderen Dingen und auf anderen Ebenen sehen? Andererseits irritiert, dass die Berichte über den materiellen Erfolg der Autoren dieser Bücher zumindest nicht ganz überzeugen. Wenn ich die Homepage von Bodo Schäfer richtig gelesen habe, dann hat er selbst einen Konkurs erlebt und ein von ihm gegründetes Unternehmen ist auch in Konkurs gegangen, allerdings erst nachdem es Bodo Schäfer verkauft hat. Wenn ich Berichte über Napoleon Hill richtig gelesen habe, dann hatte er Phasen seines Lebens, in denen es ihm wirtschaftlich richtig schlecht ging. Und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen von Rhonda Byrnes habe ich nichts weiter herausgefunden. Dabei wäre ein wirtschaftlicher Erfolg von ihr doch eine gute Unterstützung für das Geheimnis, über das sie ein Buch geschrieben und einen Film gedreht hat. Vorsichtig formuliert, hier habe ich manches nicht so gefunden, wie ich es nach der Lektüre der Bücher vermutet hätte. Nebenbei, haben Sie eigentlich schon diesen Kanal abonniert? Das würde mich freuen. Das ist keine Floskel. Bei meinem kleinen Kanal freue ich mich wirklich über jeden neuen Abonnenten einzeln. Aber nun weiter im Video. Der nächste Punkt ist Problem 2, Schuld. Kernbotschaft unserer Bücher, wie auch vieler anderer Bücher, ist, du bist selbst für dein Schicksal und deinen Erfolg verantwortlich. Diese Botschaft hat zwei Seiten.
Klare Eigenverantwortung führt zum Handeln. Die Überzeugung, das eigene Schicksal selbst bestimmen zu können, hat großen Einfluss auf Erfolg und auf Glück. Diese Haltung kann dazu führen, alle Menschen, denen es schlecht geht, die Schuld dafür selbst zuzuschreiben. Was manchmal auch gerechtfertigt, ist aber eben nicht pauschal immer. Am Beispiel, wenn ein Raucher Lungenkrebs bekommt, dann mag man sagen, selber schuld. Es sterben aber auch Menschen an Lungenkrebs, die niemals geraucht haben. Für unser Thema wichtiger, wer sich selbst als erfolglos und unglücklich sieht, muss sich dafür auch noch die Schuld zuschreiben, mit allen negativen Folgen von Stress bis zur Depression. Oft führt der Gedanke der Selbstverantwortung tatsächlich dazu, dass Menschen die Verantwortung übernehmen und ihr Leben verbessern. Aber nicht immer. Problem 3. Dankbarkeit. Zum Abschluss ein Punkt, an dem Das Geheimnis und die anderen Bücher einfach recht haben. Nicht glückliche Menschen werden dankbar, sondern dankbare Menschen werden glücklich. Zuerst dankbar zu sein und dann erst Glück, Erfolg, Erfüllung zu erleben, das hört sich ungewohnt an, aber dazu gibt es eine Fülle wissenschaftlich makelloser Studien. Die positive Psychologie in der Schule von Martin Seligman ist hier zu nennen. Dankbarkeit ausdrücken, eine Liste von Dingen führen, für die ich dankbar bin, jeden Tag ein paar Minuten an das denken, wofür ich dankbar bin. Meinetwegen kann man das eine Dankbarkeitsmeditation nennen, ein Tagebuch führen mit den Punkten, für die ich dankbar bin. Solche einfachen Aktivitäten steigern das Glücksgefühl. Dabei kommt es nicht darauf an, ob jemand wirklich Dankbarkeit fühlt, ob jemand richtig dankbar ist. Ebenfalls egal ist, wofür jemand Dankbarkeit ausdrückt. Also etwa, ob jemand irgendetwas bekommen hat, ob jemand einen Erfolg erreicht hat oder ob jemand einfach seinem Nordstern folgt und sich in der Richtung weiterentwickelt, die für ihn wichtig ist, einfach sein Leben lebt. Noch einmal, weil es wichtig ist, nicht glückliche Menschen werden dankbar, sondern dankbare Menschen werden glücklich. Und damit ist es Zeit für das Fazit. Diese drei Bücher stehen aktuell auf den Bestsellerlisten. Auf den ersten Blick kann man viel kritisieren. Auf den zweiten Blick funktioniert einiges. Ja, die Bücher widersprechen sich. Jeder Leser kann herauslesen, was ihm gefällt. Aber das ist ja eigentlich immer so. Jeder Leser nimmt aus einem Buch mit, was er eben liest. Bücher widersprechen sich in sich. Also denke nach oder die Gesetze umsetzen, das geht nicht. Bücher sind einseitig, unausgewogen, aber jeder liest ohnehin sein eigenes Buch. Erfolg kommt von Handeln. Mein Handeln ist die Ursache von Erfolg. Schuld ist eine Kategorie, die hier nicht weiterführt. Dankbarkeit führt zu Glück, nicht andersherum. So würde ich die 4 Kapitel dieses Videos zusammenfassen. Über solche Gesetze der Gewinner kann man nachdenken und reich werden. Das ist kein Geheimnis. Auch kein Geheimnis ist, dass ich immer wieder solche Inhalte auf diesem Kanal bespreche. Ein paar Videos verlinke ich hier. Das könnte Sie auch interessieren und ich freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.